Also den Vorlesetag, den gibt es, um die Leute zum Vorlesen zu animieren. Natürlich vor allen Dingen die Erwachsenen, die nie Zeit haben, den Kindern was vorzulesen. Und kleine Kinder, die sind ja eigentlich schon nach 5 Minuten total happy. Und von daher sollte man sich die Zeit nehmen. Wenn die dann alle gucken und immer näher rücken und wissen wollen, wie es weitergeht. Und das ist natürlich auch jetzt hier besonders schön, wenn man zu Hause das macht. Klar, dann beugen sich alle übers Buch und hier sieht man eben die Bilder nochmal groß an der Wand. Das heißt also, jeder kann tatsächlich alles sehen, was es zu sehen gibt. Und ich glaube, den Kindern macht das großen Spaß.